Hey, was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und wir sprechen heute mal über FIFA 22. Das ist ja nun schon ein paar Wochen draußen. Wir äußern heute ein wenig Kritik, aber natürlich auch Lob, aber natürlich überwiegend Kritik, weil mich wirklich aktuell an FIFA 22 doch noch einiges stört. Alles Weitere natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine FIFA 22 News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Kurz als Vorwort, das Ganze ist noch FIFA 22 quasi im Rohzustand. Es ist noch kein Patch erfolgt, wir haben vor der ersten Weekend League, also quasi knapp vor der ersten Weekend League. Ihr seht das Video am Montag, den 4.10. und wir sprechen heute eben einmal über diesen Zustand. Bevor mir jetzt jemand erzählen will, bevor ich überhaupt die Kritik äußere, werd doch einfach erstmal besser in FIFA. Du bist ein schlechter Spieler. Nein, bin ich nicht. Ich bin natürlich kein E-Sport, aber ich spiele auch jetzt wieder in Liga 3. Hab die Weekend League Qualifikation mit 8-0 geschafft, also bin auch Rang 1 dort geworden. Also ich bin wirklich kein schlechter Spieler. An allererster Stelle muss ich erstmal sagen, ich finde das Gameplay eigentlich ganz gut. Viele äußern Kritik, sagen, hey, ist gar nicht mal so gut. FIFA 21 war besser. Ich muss sagen, mir gefällt FIFA 22 Stand jetzt besser als FIFA 21. Aber wichtige Punkte, die mich wirklich stören, ist zum Beispiel Autoblock. Freunde, ich krieg schon wieder einen Herzinfarkt, wenn ich nur drüber rede. Der Autoblock, muss man ganz ehrlich sagen, ist in FIFA 22 viel zu stark ausgefallen. EA hat gesagt, hey, wir werden weniger Autoblock in FIFA 22 reinbringen. Es wird weniger als noch in den vorherigen Teilen. Und was ist? Jeder gottverdammte Schuss wird abgeblockt. Jeder gottverdammte Schuss. Ohne Wenn und Aber. Keine Ahnung warum, es ist wirklich eine Katastrophe. Irgendein Gammelverteidiger kriegt immer noch das Bein dazwischen, egal von wo du schießt. Irgendwie geht's immer. Punkt Nummer 2, auch ein sehr, sehr wichtiges Ding, was mich sehr krass nervt in FIFA 22, ist eben das Schussverhalten. Beziehungsweise fast schon das Verhalten der Torhüter an der Stelle. Nehmen wir zum Beispiel mal, jeder kennt es, jeder in FIFA 22 kennt es, der es spielt. Ihr schießt aus 5 Metern, ihr schießt aus 6 Metern, eure Spieler schießen den Torwart an. Der Torwart springt in die Ecke, als würde er nie was anderes in seinem Leben machen, außer Superman im Tor nachzuspielen. Und es sind wirklich so Dinger, es geht einfach nicht rein. Teilweise schießt die Spieler auch einfach mal daneben oder ihr trefft den Pfosten oder die Latte, alles in Ordnung. Macht die Torhüter besser, alles in Ordnung. Aber was nicht in Ordnung ist, ist einfach aus 25, 30, 40 Metern Finesse-Schüsse, also eben diese angeschnittenen Schüsse, gehen rein. Das kann einfach nicht sein. Du triffst aus 5 Metern nicht, weil der Torhüter teilweise zu gut ist, gut Reflexe hat, gut hält, alles schön und gut, soll auch so sein. Aber bitte, dann lasst nicht den angewinkelten Schuss aus 40 Metern jedes Mal rein. Ich kassiere teilweise in Spielen Tore, da frage ich mich selber immer, wie kann das sein? Ein großer Kritikpunkt, den auch immer viele noch ansprechen, ist eben dieses Passverhalten. Da muss ich jetzt mittlerweile sagen, in meiner Ausstellung, ich spiele 4-4-2, habe ich das Ganze sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Man sieht halt teilweise, dass die Spieler immer noch Pässe spielen, die teilweise halt wirklich so schlecht gepasst sind. Und es ist auch teilweise egal, wie man drückt, habe ich das Gefühl. Die spielen den einfach grundsätzlich kacke. Teilweise lade ich den Pass wirklich vollkommen auf und es kommen teilweise Kullerbälle dabei rum. So ein Pass wird halt keiner spielen. Das macht halt niemand. Und in FIFA 22 passiert es jedes Mal fast. Hier muss man aber sagen, ich glaube, je nach Aufstellung, also bei mir das 4-4-2 funktioniert da sehr gut. Ich spiele sehr, sehr wenig Fehlpässe und bin natürlich eben diesem Fehlpass-Festival ein wenig aus dem Weg gegangen. Aber man merkt eben, bei vielen ist das immer noch ein Problem. Also fassen wir mal zusammen, was stört mich denn an FIFA 22 aktuell am stärksten? Also dieses Autoblock-Feature ist wirklich ein Witz. Also jedes Mal springt irgendein Bein dazwischen, du schießt, muss ich 800 Mal drehen, um am Ende des Tages wieder einen Fuß dazwischen zu haben. Und das nervt wirklich. Bitte, ey, kriegt dieses Autoblock-Gedöns einfach in den Griff. Es kann so bitte nicht in der ersten Weekend League weitergehen. Das geht einfach nicht. Punkt Nummer 2, das Torhüterverhalten. Wie gesagt, macht die Torhüter entweder schwächer, dass sie auch quasi 5-Meter-Bälle nicht mehr mit blitzartigen Reflexen aus jeder kleinsten Ecke des Tores fischen, oder guckt einfach, dass die Torhüter nicht so anfällig sind für Fernschüsse. Wenn ihr die Torhüter besser machen wollt, kein Thema, bin ich voll dabei. Aber dann sollten die Torhüter nicht in dem einen Moment bei Fernschüssen halten wie Kreisliga-Torhüter und in dem nächsten Moment, wenn ihr aus 5 Metern drauf schießt, als wäre das gerade Jesus im Tor. Also das ist wirklich ein bisschen zu viel. Also entweder passt man das eine halt eben so an, dass die Torhüter im Allgemeinen schlechter werden oder eben besser, auch gegen Fernschüsse. Punkt Nummer 3 muss jeder für sich selber wissen, ob es einen abfuckt oder nicht. Aber wie gesagt, das Fehlpassproblem habe ich gar nicht mehr so krass, deswegen stört es mich eigentlich eher wenig. Nun aber genug von mir. Stört dich FIFA 22 aktuell auch? Also die gewissen Dinge, die ich angesprochen habe? Oder sagst du, mich stört vielleicht sogar was völlig anderes? Oder sagst du, hey, es ist alles perfekt? Schreib es mal unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.